du mir mal? Super. Ganz toll. Komm mit. Wir gehen mal darüber. Hier sind so viele Delfine. Komm. Ja, herzlich willkommen hier bei uns in der Lagune. Ja, wie Sie sehen können, leben hier nicht nur unsere Delfine, sondern auch unsere kalifornischen Seelöwen mit in der Lagune. Zurzeit leben 17 kalifornische Seelöwen in 2 Familienverbänden bei uns im Tiergarten. Eine Familie lebt eben hier in der Lagune und die zweite in unserem Aquapark. Schon seit 6 Generationen werden bei uns kalifornische Seelöwen geboren und aufgezogen. Aber nicht immer können wir alle Jungtiere behalten. Somit leben weltweit waschechte Nürnberger Nachzuchten in anderen Tiergärten, wie zum Beispiel in Hongkong, in Israel, in Spanien, aber auch in Karlsruhe und in Berlin. 2 Damen möchte ich Ihnen einmal im Einzelnen vorstellen. Das ist zum einen bei meiner Kollegin, die kleine Foster. Und Foster ist dieses Jahr 3 Jahre alt geworden. Und hier bei mir, das ist Tiki. Tiki ist vor 17 Jahren hier bei uns geboren. Hallo Tiki. Prima. Ja, Seelöwen sind noch sehr gut an das Leben an Land angepasst. Fellwechsel, Paarung, Geburt und die Aufzucht der Jungtiere finden bei Seelöwen noch an Land statt. Prima. Wie alle Meeressäuger zeigen sie ein sehr ausgeprägtes Spielverhalten, welches man gut in ihrem natürlichen Lebensraum der Westküste Nordamerikas beobachten kann. Weibliche Tiere können ein Körpergewicht von 90 Kilo erreichen, während männliche Tiere dagegen können bis zu 300 Kilogramm schwer werden und erreichen eine Körperlänge von 2,5 Meter. Dann geh doch mal rein. Gut. Super gemacht. Ja, unsere Seelöwen werden leider so oft mit den Seehunden verwechselt.